Das war der fünfte Teil unseres Kriminalhörspiels Glocken des Todes, nach dem Roman von Ernst Hall für den Funk bearbeitet von Wolfgang Niet. Es sprachen Inspektor McFeverham, Hermann Lenschau, Sergeant Livingston, Harald Meister, Butler Haycox, Helmut Peine, Kriminalassistent Osborn, Alwin Joachim Meyer, Dr. Weiler, Kurt Leek, Messner West, Fritz Rasp, Chefinspektor Perkinson, Franz Josef Steffens. Musik, Heinz Jahr. Die Regie hatte Rolf von Goth.